Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, das MacBook Air 2020 war natürlich der absolute Kracher. Ne? Für den Preis in der Basisversion, was Apple da rausgehauen hat mit dem M1-Chip, absoluter Wahnsinn. Also für 98-99% der Leute, ja, der absolute Wahnsinn. Sei es ein bisschen, sei es Videoschnitt, sei es sogar ein paar Spiele. Ja, googeln kann man damit auch und auch eine E-Mail schreiben. Also das funktioniert alles mit dem Teil. Also da hat Apple wirklich mal was rausgehauen. Ja, und jetzt gibt es Gerüchte und Leaks natürlich zum MacBook Air 2021. Ja, und zwar, ja, wie soll es anders sein? Soll natürlich der neue Chip, der M2, wenn er so heißen mag, natürlich da drinne sein. Und es soll ein absolut neues Design bekommen. Ja, ich blende euch dann gleich mal die Bilder hier ein. Und wenn wir uns das anschauen, gefällt mir das eigentlich sehr. Ja, reißen wir mal das Display ab von dem Teil. Und dann haben wir im Prinzip ein iPad Pro 12,9 Zoll, würde ich mal so sagen. Ungefähr in der Größe. Und ja, was ist spannender dran? Das aktuelle MacBook Air läuft natürlich von hinten nach vorne spitz zu. Also es ist hinten dicker als vorne. Und hier sieht es zumindest so aus, wenn diese Leaks stimmen sollten. Das werden wir dann erst sehen, wenn es rauskommt. Ja, haben wir vom Design her, vom Gehäuse im Prinzip, ja, ein iPad Pro. Was mir persönlich sehr gefällt, also Apple will seine Linie durchziehen vom iPhone 12 über die MacBooks bis hin zum iMac, was ja auch im Prinzip dasselbe Design hat, bloß ein bisschen größer. Das Display soll natürlich dünnere Ränder bekommen und auch helle Ränder. Haben wir jetzt beim neuen iMac ja auch. Wir haben weiße Ränder. Das gefällt natürlich einigen richtig toll, um es mal so auszudrücken. Und ja, mal gucken, ob da vielleicht auch was bei der Selfie-Kamera sich tut oder ob da immer noch dieselbe Kartoffel eingebaut wird. Ja, wenn wir uns die Tastatur anschauen, auch hell. Ob es da was Dunkles gibt, müssen wir schauen. Und auf jeden Fall auch, sie werden bunt. Ja, für die Langweiler gibt es natürlich auch was Silbernes, also sowas wie für mich. Aber ihr könnt euch dann auch was Gelbes, Grünes, Blaues dann auf den Schreibtisch stellen und dann ja, eure Freude damit haben. Aber ein bisschen Farbe ist ja auch nicht schlecht. Ja, früher, wenn wir uns ans iPhone 5C erinnern oder sowas, jetzt mal unabhängig vom Material. Ja, bunt, immer ein bisschen verspielt und das sieht ja auch nicht so hochwertig aus und so weiter. Ja, aber warum denn nicht? Ja, kann man doch mal machen. Und ja, auf jeden Fall soll es auch einen schnelleren SoC geben mit bis zu 10 GPU-Recheneinheiten. Und ja, das war es auf jeden Fall erstmal schon ganz grob. Also nähere Details gibt es auch nicht, bis auf die Leak-Bilder und halt so ein paar Infos zum SoC und zum neuen M2-Chip. Natürlich auch alles schneller. Und effizienter soll es sein. Voraussichtlich wird das MacBook Air 2021 dann beim Apple Launch Event im Oktober vorgestellt. Also kommt erst Ende des Jahres. Und das neue MacBook Pro soll zum Beispiel schon im Sommer vorgestellt werden. Da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Beziehungsweise mal schauen, was dann die nächsten Wochen oder Monate noch an neuen Infos dazu kommt, obwohl der Sommer steht ja nun eigentlich fast bevor. Bis wenn ich hier aus dem Fenster gucke, die letzten Tage und Wochen, ja, ist da nicht viel mit Sommer. Ja, das war's erstmal dazu und ja, es ist ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Wie gesagt, das 2020er Modell mit dem M1-Chip, das war schon wirklich der Knaller. In der Basisversion zu dem Preis um die 1.000 €. Also da hat Apple wirklich was rausgehauen und mal gucken, ob das 2021er Modell genauso ein Kracher wird und dann vielleicht auch in dieser Preisschiene und dann haut Apple doch mal wirklich mal was raus und das kann sich auch sehen lassen.
Okay, das war's erstmal dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut, ciao.